Und jetzt geht's los, Kids. Valentinstag in der Schule, klopfende Herzen. Willst du meine Valentine sein? Mhm. Willst du mein Valentin sein? Hier, Henrietta. Oh, danke schön. Oh, Waldo, willst du mein Valentin sein? Aber sicher doch. Oh, Waldo. Willst du bitte schon meine Valentine sein? Willst du bitte schön mein Valentin sein? Ich bin froh, dass keiner von uns auf diesen Valentin-Quatsch reinfällt. Du sagst es. Ein wahrer Spruch. Wir sind waschechte Männer. Außerdem bin ich ein waschechter Frauenhasser. Wie ich. Klasse. Lasst uns doch einen Club gründen. Die waschechten Frauenhasser. Ich werde unser Präsident. Und ich bin unser zweiter Präsident. Du kannst der dritte Präsident sein. Danke. Also, steht auf und macht genau nach, was ich tue. Eine Hand aufs Herz und mit der anderen so. Wir sind der waschechte Frauenhasser-Club. Wir sind der waschechte Frauenhasser-Club. Und versprechen nicht, auf den Valentin-Quatsch reinzufallen. Und versprechen nicht, auf den Valentin-Quatsch reinzufallen. Weil die Mädchen ziemlich doof sind. Weil die Mädchen ziemlich doof sind. Kommt mit, wir essen was. Leider muss ich mich jetzt entschuldigen. Hallo. 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 Aber das hast du schon gesagt? Ach ja, ehrlich. Du, darf ich dir etwas anbieten? Aha. Ich habe das extra für dich zubereitet. Weißt du auch wieso? Wieso denn? Weil du große Persönlichkeit hast. Hab ich? Ja. Oh. Willst du mein Valentin sein? Und willst du meine sein? Komm mal her, Romeo. Entschuldige bitte, Dala. Was soll denn das Zeug da? Kann ich vielleicht etwas dafür, wenn die für mich schwärmt? Du bist zweiter Präsident des waschechten Frauenhasserclubs, mein Lieber. Tut mir leid, Spanky. Ich muss nun mal mein eigenes Leben leben. Alfalfa, schaukelst du mit mir, bevor wir essen? Gern, Dala. Buckwheat, komm! Seife! Hier, Buckwheat! Was soll ich denn damit? Wir helfen Alfalfas Persönlichkeit auf die Sprünge. Flüssige Seife. Das kann auch nicht schaden. Komm mit. Ist das nicht herrlich? Ja, ich könnte dich mein ganzes Leben lang schubsen. Magst du Käse? Mhm. Kannst du haben. Gib mir die Seife. Danke. Das Sandwich vergisst er bis ans Ende seiner Tage nicht mehr. Ja? Sahnequark. Machst du dir was aus Quark? Mhm. Dann nimm's. Danke.
Guten Appetit, Romeo. Hauen wir ab. Wollen wir jetzt was essen? Ja, gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin geehrt. Ach, wie schön. Hier. Danke. Stimmt was nicht? Ist das Limburger? Nein, das ist Schweizer Käse. Schmeckt er nicht? Schmeckt ein bisschen streng. Wenn du ihn nicht magst, gib ihn her. Andere Jungs mögen ihn vielleicht. Bitte, Dala, gib's wieder her. Ich esse gern Schweizer Käse. Ich verspreche dir, ich esse jeden Bissen mit Freude. Sag bitte, bitte. Bitte, bitte. Na gut, aber vergiss nicht, was du versprochen hast. Jeden Bissen aufessen. Was für ein Sandwich! Hier, auf dem ist Quark. Es läutet. Hier. Nun, ihr wisst ja alle, dass heute Valentinstag ist. Na, Dala, wie wär's? Spielst du für uns ein Lied? Ja! Ich spiele Klavier, wenn mein Valentin für uns singt. Mir ist heute nicht nach Singen. Ich bin nicht in der Stimmung. Bitte. Bitte, bittechen. Komm mit, Dala. Ja! 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 Darf ich bitte ein Glas Wasser haben? Aber sicher. Day by day, dreaming.
Und jetzt geht's los! Kids! Also, Kinder, hört gefälligst auf zu grinsen und befolgt genau, was ich sage. Verstanden? Hey, ihr! Ich stehe nicht oben am Fenster. Guckt mich gefälligst an. Ich will, dass ihr aufpasst. Also, Mr. Welt gibt für euch alle eine Party. In seinem Haus. Viel zu gut für euch. Und ich möchte, dass ihr nicht vergesst, dass Mr. Welt die Kosten für euer wunderschönes Zuhause trägt. Deshalb erwarte ich, dass ihr euch von eurer besten Seite zeigt. Was sagst du ihm, wenn du ihn begrüßt? Wir lieben unser Waisenhaus und finden es wunderschön. Bescheuert. Hab's gehört. Wegen dieser Bemerkung, mein Lieber, gehst du nicht mit zur Party. Komm her. Alle anderen Kinder ab in den Bus. Ja! Ruhe, Ruhe. Nicht zu laut. Nein. Rein mit euch. Rein, rein, rein. Würden Sie mir bitte schon helfen, Mr. Kratsch? Nein, nein, du kannst dir selbst helfen. Nein. Ruhe, Kinder! Schluss mit dem Gequatsche, sonst geht's euch genauso wie Spanky. Die Kinder sind da. Willkommen, Mr. Kratsch. Guten Tag, Miss Wee. Da sind sie, die kleinen Engelchen. Hübsch angezogen für die Party. Oh, Dick, sind sie nicht bezaubernd? Ja, ja, so. Komm, mein kleiner Schatz, ich helfe dir beim Aussteigen. So, ja, süßes Schätzchen. Scotty Spatz. So, raus mit euch, Kinder, vorsichtig. Verletzt euch nicht, ganz vorsichtig. So. Verzeihung, Entschuldigung. Freue mich, Sie zu sehen, Mr. Crutch. Sie an, Spanky. Spanky! Ich hatte schon Angst, wir hätten dich vielleicht vergessen, ohne Kind. Oh, ja. Ja, das ist vielleicht ein Junge. Kinder, das ist Mr. Wade. Ja, ja, ja. Hört mal zu, Kinder. Wir haben eine große Überraschung für euch. Es gibt für jeden von euch hübsche neue Kleider. Und wo ihr sie findet, wird euch unser Butler zeigen. Ja! Ja! Ich kann mich nicht um. Wir müssen Kinder immer so laut sein. Mr. Crutch, was geben Sie ihnen, dass Sie so fröhlich sind? Nur Freundlichkeit, meine Liebe, und Herzlichkeit. Ja. Also dann, ich bin um 4 zurück. Sehr schön, Kinder, ihr seht entzückend aus. Erstaunlich, wie gut die Kleider passen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt eure Plätze bei Tisch einnehmen. Moment, Moment. Langsam, langsam. Nein, nein. Schuh, Schuh, Schuh. Geh weg, du böses Tier. Geh weg. Schuh, 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 Schuh. Oh, Schätzchen, du musst keine Angst vor der kleinen Gans haben. Sie beißt dich nicht. So, nun lauf und setz dich hin. Ach, Dick, hast du gewusst, dass kleine Mädchen Angst vor Gänsen haben? Ja, Mädchen sind doof. Können Sie Gift drauf nehmen? Hau gefälligst ab, ich war zuerst hier. Nimm deine Finger weg. Hey, hört sich das? Am liebsten würde ich dir eine Tracht Prügel verpassen. Trauen Sie sich doch nicht. Komm, Schätzchen, da drüben ist ein freier Stuhl. Geh hin und setz dich hin, geh schon. Für seine Rechte muss man kämpfen, Söhnchen. Jungs sind so doof. Total doof. Weißt du was, Dick? Irgendwie beneide ich die Kinder. Komm, bring ein Stöckchen. Ach, da drüben ist schon wieder eins verloren gegangen. Lady, gucken Sie mal, was ist denn das für ein Teil? Oh, setz dich mal lieber hin, sonst verpasst du noch dein Eis.
seltsames Ding. Ich möchte nur wissen, was es ist. Ich denke, eine Öllampe. Oh, die muss mindestens 1 Million Jahre alt sein. Da ist was draufgeschrieben. Was steht denn da? Wer auch immer diese Lampe öffnet, dem erfülle ich einen Wunsch. Ist doch Unsinn. Es mag Unsinn sein, aber möglicherweise auch nicht. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Was? Ich wünsche mir, dass wir wieder Kinder sind. Puh, was ist passiert? Du siehst ja so komisch aus. Siehst selber komisch aus. Sieh dir mein Kleid an. So was Blödes, ich bin geschrumpft. Na bitte, es hat geklappt. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Du hast aber auch nichts als Blödsinn im Kopf. Gib mir die Lampe. Nein, warte noch, Dick. Wir können jetzt richtig mit den Kindern spielen. Wir sind keine Erwachsenen mehr. In den Klamotten? Nein, es gibt genügend Kinderkleider im Haus. Nur ein paar Stunden. Bitte mach mit. Also gut. Dieser Kuchen schmeckt, glaube ich, jetzt gleich. Hast du mal wieder Schwein gehabt, Spanky? Hast gedacht, die lassen dich in dem blöden Waisenhaus. Ich komme mir ja so blöd vor. Was soll denn das? Macht die Zigarre aus. Hey, Kinder, dürfen wir mitmachen? Ja! Klasse! Hau ab, das ist mein Stuhl. Nein, ich war zuerst da. Willst du, dass ich dich runterschmeiße, du Flo? Was fällt denn dir ein? Am liebsten würde ich dir erst eine ordentliche Tracht Prügel verpassen, Schlaumeier. Na los, was ist denn, Dick? Kämpfe doch für deine Rechte. Nicht jetzt, ein andermal. Hau ab, such dir einen, der so groß ist wie du. Für dich tue ich alles, Schätzchen. When you're hot and bothered, here's a little plan. Hurry with your worried ice cream man. Start you with his chinning, winning like a fool. Funny when you're sunny, how it keeps you cool. Ice cream, I make it, you take it, hey, hey. Hey, sister, yes, mister, have you any vanilla today? Yes, we have no vanilla. How about some tutti frutti? How about some Sunday? Oh, never on Monday, but I'll make it special for you. Tut mir sehr leid, aber es ist 4 Uhr und ich muss die kleinen Schätzchen zurück ins Heim bringen. Das freut mich sehr, ja. Ich werde sofort meine Tochter davon unterrichten. Aufhören! Ruhe! Aufhören! Kinder, die Party ist vorbei. Kommt schon, Beeilung, rein in den Bus. Na, du machst schon, rein mit euch, schnell. Was ist? Braucht ihr zwar eine Extra-Einladung? Wir gehören nicht zu den Kindern, wir leben hier. Das lasse ich mir doch nicht von euch gefallen. Los, los rein in den Bus, nehmen los. Sie den Pfoten weg. Vielleicht können Sie das mit den Kindern machen, aber nicht mit mir. Was? Bitte nicht hauen, Sie machen einen großen Fehler. Sie wissen überhaupt nicht, wer wir sind. Ich bin Miss Wade. Und ich bin der Nikolaus. Aber ich bin Miss Wade. Hier geblieben. Komm auf der Stelle her. So, jetzt habe ich euch alle beide. Ihr Mist. Lassen Sie uns los. Loslassen. Jetzt kriegt ihr euch Kommt rein und seid nicht so langsam. Rüber zu den anderen. Kommt, hier rüber. Mund halten. Hör mal gut zu, Frechdachs. Wenn du dich nicht anständig benimmst, müssen wir alle dafür bezahlen. War das deutlich? Verzieht euch auf der Stelle in eure Zimmer und zieht eure Nachthemden an. Und diese überkandidelten Sachen aus. Und die Pakete und Päckchen schmeißt ihr auf einen Haufen. Warum müsst ihr die Kleider auf einen Haufen werfen?
weil er sie verkauft wie all die anderen hübschen Dinge, die man uns schenkt. Ich habe keine Lust, mich mit kranken Kindern rumzuärgern. Hier, das Rizinusöl. Oh je, zieht euch warm an. Los geht's, aufstellen. Wenigstens sind wir die Letzten in der Reihe. Ja, vielleicht geht das Zeug ja aus, bevor wir dran sind. Und jetzt umdrehen. Mach den Mund auf. Mach den Mund auf. Weit auf. Löffel her. Mund aufmachen. Mach deinen Mund auf. So. Weiter aufmachen. Weit. Stell dich nicht so an. Schluck runter. Du hast es ausgespuckt. Nein. Aufmachen. Guten Appetit. Du, ich hab's satt. Öffnen! Mach schon. Mund aufmachen. Hörst du nicht? Mach den Mund auf. Mach deinen Mund auf. Sag mal ganz laut. Ah, so wie ich jetzt. Ah. Ich will nicht. Das schafft ihn. Schluss. Es reicht. Ab mit euch ins Bett. Verschwindet. Raus. In die Zimmer. Na, macht schon. Für dich gilt das auch. Denken Sie nicht, dass das etwas zu weit geht. Huch! Los rein! Ziehst du jetzt gefälligst deine Klamotten aus oder nicht? Nein. Hört mal her, Jungs, ich weiß einen Witz. Der kleine Milchzahn hier will sich nicht ausziehen. Ja? Ach ja, wirklich? Tatsächlich? Gleich platzt mir der Kragen. Das geht zu weit. Ach ja, tatsächlich? Moment, nicht Ja, dann geht's anders. Los. Rein mit dir. Schlaf in deinem Bett. Ich hab ja kein Bett. Hast du Quark auf den Ohren? Ich sag's jetzt zum allerletzten Mal. Geh ins Bett. Leg dich nicht künstlich auf. Ich find schon ein Bett. Ah!
Nein, lass das. Ich habe keine Lust mehr. Es muss einen Weg herausgeben. Hey, habt ihr beiden Lust zu fliehen? Wenn wir wüssten wie, würden wir es tun. Ich zeig euch wie. Daraus mache ich einen Strick. Und ich lass euch runter. Ja. Was ist da oben los? So. Wo ist diese verdammte Lampe? Oh, Lampe, wenn du irgendwas bewirken kannst, dann bewirke es jetzt. Glauben Sie mir doch, sie muss irgendwo sein. Hier sind ihre Kleider. Das kann doch nicht... Mr. Wade! Mr. Wade! Was ist denn das für ein Aufzug? Rosemary, man hält sie im Waisenhaus gefangen. Wir müssen uns beeilen. Nein, 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 nicht! Komm her, komm her, komm her, du Biest! Komm her, wenn ich dich erwische, dann... Spanky, beeil dich! Wenn die Hand ziehen, auch dir bringe ich Gehorsam bei. Wenn ich dich zu fassen kriege, wirst du was erleben. Das erzähle ich alles meinem Vater. Wie wenn ich... Kommst du jetzt her? Wirst du jetzt woher kommen? Ich krieg dich, ich krieg dich. Und wenn ich die ganze Nacht hinter dir herjage, ich kriege dich. So ein kleines Luder. Deine Unstraßenkrieg wird's doch los. So klein schon so raffiniert. Au! Ach. Komm her, du kleines Mist, wie kommst du jetzt her? Wer war das? Au! Oh. Was hat man nur davon, dass man so gut wie dich ist? Oh. Kommt, wo die beiden sind. Ja, ich sehe es selbst. Kommt her, ihr Schmalzblieb. Nicht anrühren. Wagen Sie das bloß nicht. Glaubst du, du kannst mir drohen? Na, warte. Ich werde dir... Oh, was soll das? Was kommt meine Füße los? Ihr kriegt 3 Tage Stubenriss bei Wasser und Brot. Ah, ah, oh. Gib den Hammer her. Au, au. Oh. 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 Das ist doch... Au, au. Oh je. Oh, ich hab dich. Jetzt wirst du was erleben. Komm her. Ah. Jetzt reißt mir der Geduldsfaden. Ein Sperrzeug hat euch in ein dunkles Verlies. Ah! Was hat das zu bedeuten? Daddy! Daddy, ich bin's. Weißt du denn nicht mehr, wer ich bin? Können Sie mir das mal erklären? Ich denke, wir finden Mary hier. Das ist Mary. Ja, guck mich doch mal richtig an. Daddy! Lass das Kind, ich habe wirklich keine Zeit für so ein Blödsinn. Mr. Wade, Sie müssen mir zuhören. Bitte, Dick und ich haben etwas herausgefunden. Mr. Crutch ist ein Versager und macht aus dem Waisenhaus hier ein Gefängnis. Und du musst ihn sofort entlassen. Ich verstehe immer noch nicht, worum es hier eigentlich geht. Du bist ganz schön frech. Noch nicht frech genug. Ich wünsche mir, wieder groß zu sein. Mary! Weißt du jetzt endlich, wer ich bin? Leihen Sie mir mal die Lampe für eine Minute? Aber natürlich. Würdet ihr mich jetzt endlich bitte mal aufklären? Und wir hatten die Party. Und fanden die Lampe. Und wir haben uns was gewünscht. Ich wünsche mir, dass Mr. Crutch so klein wie ich wird. So. Nein, Spanky, sei vernünftig. Spanky, hör sofort auf. Ich bin halt schon, um dein Großvater zu sein. Ich habe nicht vor, mich so behandelt zu lassen.